sehen Autos die Welt? Und wie kann ein Radar dabei helfen, die Umgebung zu verstehen? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Radare senden elektromagnetische Wellen aus, die dann an einem Hindernis reflektiert werden. Aus dem empfangenen Echo kann man dann direkt Position, Geschwindigkeit und Größe eines Hindernisses ermitteln. Alle so detektierten Hindernisse können anschließend in eine Karte eingetragen werden. In einem blauen Bereich ist sehr wahrscheinlich nichts. Im roten Bereich hingegen ist mit großer Wahrscheinlichkeit irgendetwas. Über einen grünen Bereich weiß man noch nichts, da das Radar ihn noch nicht gesehen hat. In dieser Karte können einzelne Punkte nun zu Gesamtobjekten verbunden werden, wie hier zum Beispiel parkende Autos. Um dem Computer dann beizubringen, was dieses Objekt eigentlich ist, benötigt man maschinelles Lernen. Und damit ein Computer etwas lernen kann, muss man ihn trainieren und ihm zum Beispiel 100 Mal sagen, dieses Objekt ist ein parkendes Auto. Wenn man alles richtig gemacht hat, erkennt die Maschine dann beim 101. Mal automatisch, dass hier ein parkendes Auto ist. Auf dieselbe Art und Weise können auch Fußgänger, Fahrradfahrer oder sogar Hunde und Katzen erlernt und dann auch erfolgreich erkannt werden. So fängt das Auto tatsächlich an, seine Umgebung zu verstehen. So, und jetzt machen wir eine Testfahrt. Aber nicht mit diesem Auto, sondern mit Mark, unserem Mobile Automotive Radar Card. Hier können wir Sensoren an- und abschrauben und alles live testen.